So, willkommen zurück. Wie gesagt, es geht weiter. Ich habe jetzt schon mich ein wenig entleert, damit wir schneller vorankommen. Wir haben unten die Refinerie aufgebaut. Und ich habe euch, ich glaube, alles gezeigt. So, was wir aber jetzt als erstes machen, ist, wir bauen uns ein Bedback. Oder vielleicht gleich zwei, wenn sich das ausgeht. Achso, Fleisch, Leder. So. Nein, geht's nicht aus. Ein Stück, naja, muss reichen. Ich hätte das aber gern grün. Dann brauchen wir Kaktus. Grün. Haben wir ja wohl. Okay, haben wir nicht. Dann machen wir schnell eins. Ah, hier haben wir noch Glas dran. Ah ja, ich habe unser Mining Turtle abgeholt. Weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich glaube schon, er hat ja viel Sand gebracht. Das nehmen wir mit. Nein, falsch. Hier, genau. So, der ging hier herum. Alles Leder. Das da drinnen, ein grüner, genau. Dann werden wir noch ein paar Kühe erlegen gehen. Dann können wir uns einen zweiten auch noch machen. So, hier können wir dann gleich schon mal einige Sachen reintun. Die Portalgang brauchen wir nicht, den Schlüssel. So, ich sehe gerade, wir müssen uns eine neue Axt machen. Die machen wir uns aber aus Eisen. Damit wir die Bäume mit dem Timbermod nützen können. Ja, das war falsch. So. Schwert haben wir noch. So eine Pickaxe brauchen wir noch. Die machen wir wieder mit denen. Dreimal. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Hier neue. Ein wenig Holz. Oh, das. Und hier ein paar sowas. Dann brauchen wir noch Fackeln. Haben wir hier noch welche? Nein. Nein. Dann Kohle. Wieder Holz. Hier rein. Gehen wir raus. So 17, 16. Naja. Dann tun wir gleich ein paar Reserve halber hier rein. Falls wir mal keine haben, haben wir hier drin welche. Das lassen wir alles hier. Moment, habe ich die jetzt ein? Ja. Gut. So, was brauchen wir für unten noch? Wir brauchen Holz, also Wooden Waterproof Pipes. Das heißt, wir brauchen erstmal Holzpipes. Und erstmal Holz, Glas und das hier. Okay, das hier raus. So. Nein, umgekehrt. So. Ja, genau. Ach, machen wir mal 16 Stück. Das muss reichen. Das nehmen wir mit. Dann brauchen wir hier, machen wir achtmal so. Hier. Was brauchen wir denn noch? Wir müssen rausziehen. Ein, wir brauchen Redstone Engines. Wobei ich, ja. Okay, Kolben. Na, wie waren die nochmal? So, ja, Redstone Eisen. Redstone Eisen Holz, also Holz. Cobblestone. Also nicht wundern, ich bin noch etwas in Englisch, englischsprachigen Minecraft. Ich weiß nicht, so mit Pflasterstein und Bretter. Naja, keine Ahnung. Ist nicht so meins. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, wir brauchen Eisen.
Redstone. Eisen, Redstone. Genau. Wie viel bekommen wir raus? 3 Stück. Es fehlen Bretter. Das hier, oder? Ja. Nee, das hätte nicht gefallen. Okay, komisch. Warum ist das dann heraus? 5, 6. Macht ja nichts. So. 14 Stück. Holzzahnräder. Die haben wir ja noch. 7 Stück. Wir brauchen pro 2, also brauchen wir dann noch einige. Okay, jetzt geht das Holz auch schon langsam zu Neige. Haben wir mal 44. 64. So. Genau, 23. So. Dann war sie hier. 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 Ah, schon wieder Holz. Und Glas. So. Dann nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5. Nichts. So. 7 Stück. Und das Holz geht uns aus. Da müssen wir dann gleich mal durch die Wälder jagen. Und Holz besorgen. 10 Stück müssten eigentlich reichen. Wir haben 4 Tanks. 4, 5, 8, 9. Normal müsste reichen. Okay, lassen wir das mal. So, das lassen wir alles mal hier drin. Hier rein. Dann brauchen wir Eisenpipe. Haben wir gar nichts. Naja, wie sollen wir auch? Ich habe noch nichts gemacht. So, Eisenpipe. Da brauchen wir. Nehmen wir mal 3. So. Dann brauche ich Redstone-Pipe. Denn wir müssen ja connecten. Wann ist die. Wann sind die Tanks voll? Eisenpipes. Hier. Nein. Das wären dann wieder 8, dann machen wir hier 3 draus. Na. Ja, genau. Die 3. So, als nächstes brauchen wir noch. Die haben wir eh. Immer die falsche Kiste. Nehmen wir auch noch mit. Teleportieren. Teleporter bei brauchen wir nicht. Es wird wieder Nacht. Aber das sollte uns nicht stören. Das, das, das. Ja, eigentlich fehlen dann nur noch Fackeln. Nein, die steuern wir dann alles mit Transmitter, Transmitter. Wir gehen zusammen. Nein, das lassen wir mal weg. Jetzt gehen wir mal schlafen und dann bauen wir das mal unten schon auf. Ah, ich weiß, was wir vergessen haben. Wir brauchen noch unser Buch. Ich weiß, es geht auch um auch. Aber ich hab's lieber mit dem Buch. Also ein Steinzahnrad und Eisen. Das haben wir ja alles noch. Hier. So, und Eisen hatten wir ja auch. Hatten wir. Die Betonung lag auf hatten. So. Genau, den brauchen wir auch noch. So, das Buch hier weg. Hier weg. Gut. Nicht, dass wieder ein Creeper uns hier alles in die Luft sprengt. So, hier rein. Zu der Tür. Hier ist ja niemand. Nein. So. Wir brauchen mal die hier. Die hier, die brauchen wir später, ja, nehmen wir mal so. Beginnen wir mal hier, ausziehen, rüber. Und dann eigentlich hier auch.
Das Problem ist 2, 4, 5 Stück. Ja, das ist auch ein Problem. Machen wir das so. Hier geht das nicht. Okay, dann Erde. So. Doch, geht. Ich hoffe, das klappt. Dann können wir nämlich... Nein, doch. Von oben. So. Genau. Dann nehmen dann die zweite. Die würde dann hier hinkommen. Ne, hier hinkommen haben wir gesagt. Und nach unten raus. Aber wir machen das jetzt eben so, dass wir hier rausfahren. Hier runter. Das wird knapp. Naja, aber vorerst haben wir ja nur eine. Zweite könnte man auch hier hinbauen. Und dann halt, naja, das geht nicht, wenn der hier raus doch wieder geht. Aber vorerst muss mal eine genügen. Okay, jetzt müssen wir hier mal eine reintun. Nee, was mache ich hier? Falsch. Das machen wir hier mal professorisch. Machen wir mal den Tank hier leer. Dann die hier rein. Einen Schalter können wir nicht machen, aber wir haben eine mit. Mal testen, ob das so funktioniert. Okay. Wir brauchen hier zwei Eimer Öl. Haben wir was für ein Eimer bei? Nein. Doch. Nee, das habe ich aus. Mann. So. Komm, wir brauchen einen Eimer. Den haben wir hier. So. Ich hoffe, das klappt noch. Denn... Okay, das war falsch. Wir müssen hier sagen, da kommt Öl rein und hier kommt auch Öl rein. Denn man könnte theoretisch diese Seite mit Öl machen, diese Seite mit Lava. Und er macht aus beiden dann Benzin. Wir wollen aber, dass er beide Seiten Öl reinmacht, damit wir einfach hier auch einen kleinen Speicher haben. Wieso macht er jetzt nichts? Hallo? Hast du keine Lust? Das fängt da schon gut an. So, aber jetzt. Normal müsste er, oder hätte er das machen müssen. Denn die Chunks werden ja hier geladen. Genau. Okay. Dann gehen wir nochmal rauf hier und testen das nochmal. Nein. Sieht man das von hier? Nee, leider nicht. Aber es müsste doch klappen. Doch, er tut's, ja. Naja, keine Ahnung, was da jetzt war. So, jetzt hat er beide Tanks abgefüllt. Dann macht er die Leitung voll. Wir zu den Türen. Wir müssen dann noch unsere Redstone-Pipe hier einbauen. Dass die uns sagt, wann ist diese Leitung voll. Die bauen wir hier ein. Und da in Eck kommt die hier. Nein, nicht die hier. Okay, die haben wir vergessen zu machen. Oder? Nein, hier. So. Die kommt hier ins Eck. Genau, die zeigt dir die Richtung. Das heißt... Ich dachte schon wieder aus hier. Wenn der pumpt,
kommt er hier rauf und es kann nur bis hier rüber rennen und ganz zurück kann es nicht mehr rennen. Denn es kann auch hier zurück hineinrennen. Denn das ist eine normale Pipe. Da wird nicht gesperrt. So, jetzt füllt er die so lange voll, bis alles voll ist. Dann connectet die dort oben, so wie jetzt. Jetzt sendet die ein Redstone-Signal, was wir dann brauchen und mit unserem Computer übersetzen. Das heißt, sendet die hier ein Signal, sagt unser Computer, es wird kein Benzin produziert oder Ölvorrat voll, je nachdem, was wir noch machen. Gut, dasselbe Spiel kommt hier auch. Das war 4. So. Dann, warte mal. Nee. Das muss hier anders so. Na, falsch. Nein, das war schon richtig so. Ich muss mir das genau überlegen, denn wir brauchen hier. So. 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 Dort oben kommt die hier. Genau so. Nur die müssen wir in die andere Richtung bringen. Genau, so sollte das sein. Der pumpt wieder alles voll hier. Macht die Tanks voll. Sind die Tanks voll? Wird die Leitung voll? Ist diese Leitung ganz voll? Connectet sie und wir haben wieder ein Signal. Das Signal heißt dann Tanks voll. So, und hier zu sehen, das ganze Öl ist hier reingeflossen, kommt aber nicht mehr zurück. Schaltet man hier rum, fließt es wieder zurück. Und wieder zurück in den Tank. Wenn man sieht hier, beobachtet, es steigt. Gut. Dann haben wir mal das. So, wir brauchen wieder Tanks. Die gehen wir uns schnell machen. Denn wir müssen ja das Benzin dann auch wohl lagern. Mit dem Glas wird es ein wenig knapp. Hier gleich nachproduzieren. Vorerst wird es reichen. Für die Testzwecke. 6 Stück. Ja. Muss reichen momentan. So, und hier dachte ich eben gleich wie drüben, die Tanks hier rein. 2, 4 nur. Hier vorne können wir wieder rausziehen. Und hier kommt die Leitung. Wo die einzelnen dann hingehen. So haben wir dann einen riesen Vorratsspeicher. Gut, die können wir noch rauf tun hier. So, so. Genau, die fließen alles hier rein. Und hier, dasselbe Spiel in grün. Hier connecten wir. Und hier setzen wir die... Nee, ja. Könnte man hier hin. Nehmen wir hier hin. So. Und die richtig auswählen. So, genau. Wenn die Benzintanks wieder voll sind, connected und wir wissen, die Benzintanks sind voll, dann sollte auch hier die Raffinerie ausschalten. Damit kein Öl mehr produziert wird, denn hier wäre ja kein Platz. Zugleich muss auch hier die Ölförderung ausschalten, denn wenn hier kein Öl in Benzin umgewandelt wird, brauchen wir auch kein Öl. Das wird dann ein wenig eine komplexe Steuerung. Mal sehen, ob wir die mit Computercraft machen oder manuell mit Redpower. Das ergibt sich dann mit der Zeit. So, nun mal, es ist wieder Nacht. Wir gehen wieder schlafen und ich mache wieder eine kleine Pause. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.
Also ciao bis hier. Bis zum nächsten Mal.